Müller im Gespräch mit Daniele Ganser. Daniele Ganser, herzlichen Dank, dass Sie hier sind. Wenn Sie ganz kurz beschreiben würden, was ist Ihre Kernaufgabe und Ihre Mission? Ich bin Historiker, spezialisiert auf die internationale Zeitgeschichte seit 1945. Ich habe mich sehr viel mit illegalen Kriegen befasst und ich möchte eigentlich zeigen, dass wir sehr oft durch Kriegslügen getäuscht werden, um in Kriege geführt zu werden. Das bekannteste Beispiel 2003, die Lüge mit den ABC-Waffen, die zum Angriff auf den Irak geführt haben, der illegal war, weil es kein UNO-Mandat gab. Ihre Arbeit findet großen Anklang. Sie füllen Säle in Deutschland, Österreich und in der Schweiz. Sie ernten aber auch viel Kritik und Sie werden als Verschwörungstheoretiker bezeichnet. Woher kommt diese Kritik? Also ich weiß nicht, wer immer wieder den Begriff bringt, aber ich bin kein Verschwörungstheoretiker, ich bin Historiker, ich bin Friedensforscher. Und natürlich gibt es mitunter in der internationalen Geschichte Verschwörungen. Ja, also die CIA hat die Schweinebucht-Invasion 1961 gemacht und hat zuvor nicht Fidel Castro angerufen. Und sie haben auch die Flugzeuge falsch bemalt, sodass es ausgesehen hat, als wenn die Kubaner sich selber bombardiert haben. Und jetzt können wir Historiker das aufklären und zeigen, das war eine Verschwörung der CIA, um Fidel Castro zu stürzen, hat dann nicht funktioniert. Also diese Materie ist auf jeden Fall brisant und ich denke, es hat einfach damit zu tun, dass natürlich viel Verdecktes aufgedeckt wird. Und dann heißt es, ja, hier ist jemand, der eigentlich Verschwörungstheorien verbreitet. Das ist aber nicht so. Also ich decke eigentlich Verschwörungen auf, verdeckte Operationen, verdeckte Kriegsführung. Jetzt Ihre Pièce de Résistance, um das mal so zu formulieren, ist ja 9-11, World Trade Center 7, dieses Gebäude, das eingestürzt ist, obwohl es eigentlich nicht direkt getroffen ist. Warum hat sich aus dieser Auseinandersetzung mit World Trade Center 7 eine solche Polemik und auch Auseinandersetzung um Ihre Person ergeben aus Ihrer Sicht? Ja, das ist eine gute Frage, weil ursprünglich ist eigentlich meine Forschung nicht der 11. September 2001, sondern ich komme aus von der Forschungslage her von der Kuba-Krise 62. Das war eigentlich meine erste, meine wichtigste Arbeit hier an der Universität Basel. Und danach habe ich zu den NATO-Geheimarmeen und Terrorismus in Italien gearbeitet, Operation Gladio und auch P26 in der Schweiz, wiederverdeckte Kriegsführung. Dann mein nächstes Buch war über Erdölkriege, also den Irakkrieg und auch den Irankrieg, Iran-Contra-Affäre. Und mein neues Buch ist Illegale Kriege, das behandelt Vietnam, Iran, Guatemala. Das sind eigentlich sehr, sehr viele Themen. Und 9-11 ist nur ein Artikel, den ich 2006 im Tagesanzeiger geschrieben habe, wo ich eigentlich gesagt habe, es sind drei Gebäude zusammengestürzt in New York am 11. September 2001. Und ich möchte, dass das geklärt wird, weil die offizielle Geschichte ja ist, die Flugzeuge haben zum Einsturz der Türme geführt. Und dann habe ich aber gesagt, ja, aber es sind ja nur zwei Flugzeuge, aber drei Türme. Und dann hat eigentlich auch schon 2006, als ich das im Tagesanzeiger veröffentlicht habe, hat die amerikanische Botschaft gesagt, das seien Verschwörungstheorien. Ja, seit 12 Jahren ist das ein, sag ich mal, ein Problem für mich, ja, dass immer wieder gesagt wird, wenn man nicht die offizielle Geschichte zu 9-11, wie sie Präsident Bush dargelegt hat, einfach so hinnimmt, dann wird man sofort eigentlich als Verschwörungstheoretiker angegriffen. Sie bewirtschaften aber dieses Thema World Trade Center 7 sehr aktiv in Ihren Vorträgen, auch in Ihren Publikationen. Sie kommen immer wieder auf diesen Punkt zurück und nebst Ihren Forschungen sind Sie auch einer, der doch auch immer wieder suggestiv die Frage stellt, warum ist denn dieses Gebäude eingestürzt? Und in der Suggestion liegt ja ein Appell an die Verschwörung. Also bewirtschaften heißt ja, wie wenn es mir etwas bringen würde, oder? Jemand, der ein Car-Unternehmen hat, bewirtschaftet sozusagen Ausflugsziele, wo man mit dem Car irgendwie etwas beobachten kann. Bei mir ist es so, dass eigentlich 9-11 mir sehr, sehr viel Mühe macht. Ja, also ich hätte sicher weniger Probleme, wenn es diese Terroranschläge nicht gegeben hätte oder wenn ich jetzt diesen Artikel im Tagesanzeiger nie geschrieben hätte. Ich würde es nicht als bewirtschaften bezeichnen, sondern es ist so, dass ich natürlich, nachdem ich zu den NATO-Geheimarmeen geschrieben habe und dort gesagt habe, es gab False Flag Terrorism in Italien, wurde ich immer wieder gefragt, auch damals an der Universität Basel unterrichtet, dann an der Universität Zürich, haben die Studenten immer wieder gesagt, ja, das ist ja interessant, dass es False Flag Terrorism im Kalten Krieg gab, aber gab es das auch
jetzt? Und da habe ich immer gesagt, ich kann mich dazu nicht äußern. Ich wusste, es ist ein heißes Thema. Und dann habe ich mich dazu geäußert 2006 und dann konnte ich nicht mehr zurück. Also es ist tatsächlich so, dass ich sage, diese Frage liegt mir am Herzen, es ist eine wichtige Frage. Es ist aber nicht ein Bewirtschaften im Sinn, dass es mir etwas bringt, sondern es ist, ja, es ist eigentlich ein schwieriger Weg als Forscher, muss ich sagen. Aber mittlerweile leben Sie ja eigentlich davon. Insofern war es 2006 seit dieser Umbruch, aber dann mittlerweile schon ein Bewirtschaften in diesem Sinne. Ja, aber das ist natürlich, die Vorträge sind viel, viel breiter, oder? Und bei den Vorträgen geht es eigentlich um die illegalen Kriege. Also jetzt habe ich gerade in Berlin gesprochen, da hat 9-11 überhaupt keine Rolle gespielt, sondern es ging um eigentlich den Putsch im Iran 1953, als die CIA und den MI6 den Mossadegh gestürzt haben, der eigentlich demokratisch gewählt worden war, weil meiner Meinung nach man eben verhindern wollte, dass das Erdöl im Iran sozusagen nationalisiert ist und den Iranern in die Hände fällt. Das heißt, das Themenfeld ist viel, viel breiter. Es ist nicht 9-11, es ist Iran, es ist Kuba, es ist Vietnamkrieg, Golf of Tonkin, Zwischenfall, Gladio, P26. Das ist eine große Anzahl von Themen, die ich bearbeite. Jetzt sind Sie ja nicht allein auf diesem Feld, Daniele Ganser. Es gibt andere, zum Beispiel Elias Davidson, der mit Ihnen aufgetreten ist in Scala. Elias Davidson vertritt jetzt hier in Sachen internationale Geheimdienste doch sehr radikale Positionen. Zum Beispiel sagt er eben, alle Anschläge der letzten Zeit, die den Muslimen zugeschrieben wurden, waren eigentlich False Flag Operations. Verstehen Sie da, dass Öffentlichkeit und Medien dann eben Sie doch in die Nähe solcher radikaler Verschwörungstheoretiker rücken? Ich verstehe es bis zu einem gewissen Grad, es ist aber nicht meine Aussage. Das ist eigentlich für mich sehr, sehr wichtig, dass ich immer für das gerade stehe, was ich sage, für was ich stehe. Also ich auch bin auch mit Peter Regli aufgetreten vom Schweizer Geheimdienst, ist aber nicht dann das, was er sagt, meine Aussage. Ich bin mit Hans Senn aufgetreten, Korpskommandant, der gesagt hat, die P26 war wichtig, ist aber nicht meine Aussage. Das heißt, es ist als Historiker sehr oft der Fall, dass ich auftrete mit Personen, deren Meinung ich nicht teile. Und da wünsche ich mir einfach sozusagen Differenzierung, dass man sagt, das hat Herr Ganser gesagt, für das muss er gerade stehen, das hat die andere Person gesagt, für das muss sie gerade stehen. Sie müssen gerade stehen für das, was Sie gesagt haben. Scala haben Sie gesagt, wie westliche Medien manipulieren. Sie haben ganz viele Bilder gezeigt, manipulierte Bilder von westlichen Medien. Warum war da kein Bild zum Beispiel eines russischen Mediums dabei? Warum waren nur westliche Medien dabei? Es ist so, dass ich mich vor allem mit den NATO-Staaten befasse. Das heißt, ich kritisiere sehr viel den US-Imperialismus und eigentlich die Russen und die Chinesen sind nicht in meinem Forschungsfeld. Das heißt nicht, dass es sie nicht gibt, ja. Aber ich denke, es gibt sehr viele Menschen, die Russland kritisieren und die China kritisieren. Und ich habe Russland auch schon kritisiert, jetzt nicht in dem Vortrag. Ich habe sie kritisiert für die Invasion von Afghanistan 1979, die ich für illegal halte. Und ich habe China kritisiert für die Besetzung von Tibet. Aber ich denke jetzt mal, auf dem Bereich China und Russland Kritik gibt es schon sehr, sehr viele Menschen, die das abdecken. Jetzt aber, wenn man über Medien im Allgemeinen spricht, ist es doch eine allgemein bekannte Tatsache, dass russische Medien auch manipulieren. Die sind ja allgemein zugänglich. Dennoch, ich wiederhole, ich beharre darauf, oder wir beharren darauf, sie haben nur westliche Medien aufgezeigt und die nicht einmal mit einem Nebensatz erwähnt, dass es eben auch auf der anderen Seite des ehemaligen Eisernen Vorhanges eben auch Manipulationen gibt. Da liegt es dann doch sehr nahe, dass man sie auch in dem Punkt heftig kritisiert, dass sie eben einen einseitigen Blick haben auf diese Welt und Putins Reich einfach von ihrer Kritik ein Stück weit auslassen. Also ich kann das gern hier Deutschen deutlich sagen. Natürlich manipulieren die Chinesen und die Russen ihre Medien. Für mich ist es einfach so offensichtlich und selbstverständlich, dass ich eigentlich so aufgewachsen bin, dass in meiner ganzen Jugend man immer gesagt hat, die Kommunisten, also die Russen und die Chinesen, sind böse und was dort in der Zeitung steht, ist eh gelogen. Also so bin ich aufgewachsen und ich habe einfach heute den Eindruck, dass die meisten Schweizer denken, ja, Manipulation gibt es, ja, und zwar in Nordkorea. Zum Glück haben wir hier in der Schweiz keine Propaganda. Also es ist einfach eine Position, die weit verbreitet ist.
Und meine Arbeit möchte das korrigieren, insofern, dass ich sage, nein, wir haben auch in der Schweiz einen Meinungskorridor. Und wir haben auch in den USA und Großbritannien, Frankreich und Deutschland haben wir Kriegspropaganda. Das heißt, ich wische sozusagen vor der eigenen Türe. Aber daraus abzuleiten, dass ich damit sagen möchte, die Russen und die Chinesen haben keine Propaganda, ist völlig falsch. Ich bin der Meinung, die Russen und die Chinesen haben sehr wohl Propaganda. Vielleicht müsste ich dazu mal einen ausführlichen Vortrag machen. Das Publikum wünscht sich diese Geschichten, die dann eben die Welt auf eine doch relativ einfache Formel zurückbuchstabieren, und die heißt, die Welt wird regiert von den Geheimdiensten. Das habe ich so nicht gesagt. Nein, aber das Bedürfnis da draußen geht in diese Richtung. Ich kann es nicht genau sagen. Es sind sicher verschiedene Bedürfnisse, die da draußen sind. Aber ich würde mal so sagen, es gibt Verbrechen von den Geheimdiensten, die ein Historiker untersuchen muss. Dazu gehört, wir haben das angeschnitten, der Putsch der CIA in Chile 1973, das muss untersucht werden. Dazu gehört natürlich der Putsch der CIA 1953 in Iran. Darum mache ich einen Vortrag im Urania, habe ich jetzt gerade vor 3 Tagen. Die Leute kommen dorthin, wollen wissen, wie haben die das gemacht. Das heißt, es gibt ein Interesse am Thema verdeckter Kriegsführung. Und ich habe in meiner Doktorarbeit einfach mich dem Thema verdeckten Kriegsführung jetzt in Italien vor allem befasst, aber auch Belgien, Deutschland. In Deutschland wurden ja Neonazis in die Stay-Behind-Strukturen eingenommen. Ich habe das aufgearbeitet. Ich sage, es ist schon so. Ja? Ich untersuche verdeckte Kriegsführung. Das sind oft Militärs und Geheimdienste. Wo endet die wissenschaftliche Forschung und wo beginnt die Suggestion? Dort, wo es keine Quellen mehr gibt.